Hey yo, was geht ab, meine Freunde? Patrick hier und herzlich willkommen zu dieser speziellen Ankündigung. Ja, ich meine, das ist jetzt schon ziemlich offensichtlich, was ich hier vorhabe und was ich euch jetzt sagen werde. Und zwar, ja, es wird einen deutschen Kanal geben. Ja, hey, endlich nicht mehr den Patrick haten wegen englischen Videos und so weiter. Nee, Spaß beiseite. Ich habe mir gedacht, mit den deutschen Zuschauern, die werden jetzt ja immer mehr auf meinem Kanal und zweisprachig, das macht irgendwie überhaupt keinen Bock. Habe ich mir gedacht, komm, machst einen deutschen Kanal und ja, aber da ich nicht so viel Zeit habe, kann ich den Kanal leider nicht alleine machen. Und ihr seht schon hier, im Hintergrund hängt so ein kleiner Zipfel. Ihr könnt euch ja vielleicht schon denken, wo ich gerade bin, ne? Also, hier gibt es noch eine andere Person im Raum. Und ich weiß gerade nicht, wo sie ist. Ich weiß, also... Bam! Jo, was geht ab? Alles gut? Ja. Okay, Freunde. Ihr seht schon hier, ich bin bei dem Türken zu Hause, bei Meti. Beim Babu. Genau, das ist in keinerlei Hinsicht rassistisch gemeint, weil wir sind dicke Freunde. Und ich würde sagen, Meti, willst du was dazu sagen? Das will ich ja sagen. Also ich meine, ich habe ja YouTube angefangen, da war ich auch schon hier. Also ja, ging hier los, ja, weil die Leute das ja sehen wollten. Ja, mein Name ist Meti und wir werden jetzt einen Kanal zusammenführen. Genau, also... Wie gesagt, ich habe mich entschieden, den deutschen Kanal zu machen und mache ihn nicht alleine. Die meisten kennen den Meti ja schon. Wer ihn noch nicht kennt, der muss ihn auf jeden Fall kennen, weil er ist ein ziemlich lustiger Typ. Und ja, der Vorteil an einem Kanal zu zweit ist auf jeden Fall, dass man da kontinuierlich Content bringen kann. Und das ja, auch eigentlich. Kontinuierlich? Ja, Content. Richtig gut gemacht. Richtige Leih gesplittet. Ja, auf jeden Fall habe ich mir gedacht, machen wir das zu zweit. Und das macht auch viel mehr Spaß. Wir können viel kreativer sein, weil ja, zwei Köpfe, ein bisschen schlau. Wir haben beide zusammen. Guck mal, können wir es auch so sagen? Abitur durch die Tür oder was? Abiturke. Ja, genau. Also, ja, wir waren beide im gleichen Stammkurs und ja, daraus resultiert halt jetzt auch unsere gemeinsame Zusammenarbeit. Zukunft. Genau. Okay, das war ein bisschen schwul. Ja, nichts okay. Gegen Schwule. Nein. Ey, im Ernst jetzt, Mann. Man sagt das halt so. Ist ja nichts Feindliches gemeint. Ich bin auch eine Minderheit. Also, guck mich an. Ja, also ihr seht schon, das wird auf jeden Fall eine ziemlich lustige Aktion hier mit dem Deutschen und mit dem Türken, beziehungsweise er hat auch einen deutschen Pass, weil ja, hab ich, ja. Deutschen Personalausweis und so weiter. Aber wir können da schon einige Klischees erfüllen und auch ziemlich lustige Videos folgen lassen. Und auf dem deutschen Kanal wird dann natürlich auch nicht nur Gaming folgen, sondern auch Real Life und ja, wir sind beides, ich würde sagen, leicht begabte Fußballer. Vielleicht kommt in dieser Hinsicht auch ein bisschen was. Und ja, ein paar Challenges zwischen uns beiden. Weil, ja, nicht nur ein paar. Genau, es ist nämlich nicht nur eine Freundschaft, sondern auch, wir haben ja eben gesagt, eine Feindschaft. Ja. Und die wollen wir aufrechterhalten. Und ich will ja den seinen Arsch versohlen. Und deswegen brauchen wir auch euch, wir brauchen eure Vorschläge. Also natürlich haben wir auch Ideen, was für Challenges wir machen sollen. Aber wenn ihr noch eine Idee habt, wo ihr denkt, ey, das müssen die Idioten auf jeden Fall machen. Genau. Einfach kommentieren. Ja. Und das wollen wir auch wirklich, dass das der Hauptbestandteil des Kanals ist, dass wir halt euch mit einbringen, beziehungsweise ihr uns alles mögliche an Ideen, Feedback oder sonst was zukommen lasst. Und dafür ist halt die Kommentarsektion bei YouTube da. Ihr könnt uns auch Nachrichten auf Facebook schreiben, Twitter. Auf jeden Fall muss man dazu noch sagen, dass halt wir werden nicht nur FIFA spielen, sondern auch halt das, was ihr sehen wollt. Und ja, in den Real-Life-Videos haben wir natürlich auch noch einen Freundeskreis, den wir vielleicht damit einbinden können. Also vielleicht noch ein paar andere Leute zwischendurch mal sehen oder irgendwelche verrückten Aktionen. Das kam ja schon immer gut auf dem Kanal hier an, wo ich letztens zum Beispiel durch den Garten geschlendert bin, ne, zum Beispiel. Ne, das kam ja richtig gut bei euch an. Mit dem Ralf, mit meinem Bruder, der ist ja auch noch am Start. Und ja, der Lars mit den roten Haaren, der Hexer. Ja, ja, den haben wir ja auch noch. Und ja, der neue Kanal, der besteht bereits. PMTV. PMTV. Ziemlich einfallsreicher Name, wie ihr euch schon denken könnt, steht
P für Patrick, M für Mädchen und TV, einfach weil es zurzeit cool ist, den Namen so zu nennen, oder? Den Kanal, ne? Ja, warum nicht? Den Kanal findet ihr in der Videobeschreibung. Wäre jetzt cool, wenn jeder, der an deutschsprachigen Videos interessiert ist, hingeht, den Kanal abonniert. Und morgen gibt's da auch schon das erste Video. Ja, was ich dann noch dazu sagen muss, was ziemlich wichtig ist, ist, dass, jetzt kann natürlich jeder, der keinen Bock mehr hat auf den Patrick HDX Gaming Kanal, Abonnent zu sein, weil da werde ich keine deutschen Videos mehr machen, kann jetzt natürlich jeder hingehen und auf den neuen Kanal wechseln. Mich würde es aber freuen, wenn ihr wirklich Bock auf meine Videos habt und kein Problem wie die meisten mit meinem Englisch haben. Ja, da muss man ja immer so ein bisschen vorsichtig sein. Ne? Könnt ihr gerne auf dem Kanal hier bleiben, weil ihr kommt natürlich weiter in Content und auch Sachen, die ich da nicht auf dem deutschen Kanal hochlade. Und da würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr hier trotzdem aktiv bleibt. Das ist euch überlassen, aber viele von euch feiern ja auch die anderen Videos und speziell die Tutorials, die auf jeden Fall weiter auf diesem Kanal bleiben, weil Patrick HDX Gaming, der Kanal ist einfach dadurch groß geworden. Das wollte ich jetzt mal loswerden, das war auch ziemlich wichtig und willst du noch mal sagen? Aber eigentlich müsste ja der Kanal jetzt boomen, weil von deinen 230.000 Abos sind ja glaube ich 330.000 deutsch. Ja, laut den Leuten in den Kommentaren, die es natürlich viel besser wissen. Nein, in Wahrheit, ich habe nachgeguckt, ich kann das ja als YouTube-Partner sehen, sind ganz genau 22.000 von diesen Abonnenten aus Deutschland und natürlich sind nicht alle aktiv. Ja, es kommen aber auch noch andere deutschsprachige dazu, das muss man bedenken, ja, klar. Österreich aber, und so weiter, ne? Aber das ist leider, bei mir war es genau dasselbe. Also ich war ja einen Schritt weiter, ich hatte ja schon einen deutschen Kanal angefangen und ja, es ist halt viel Arbeit, die auf einen zukommt, das unterschätzt man ganz leicht. Und hätte ich selber auch nicht gedacht vorher. Und genau. Das ist halt viel Zeit, die man investieren muss, neben dem Studium, bei mir zum Beispiel, oder neben der Arbeit. Und es ist nicht, zu zweit können wir uns dann einfach teilen. Wenn einer gerade mal nicht kann, kann der andere Videos hochladen, kann sich was einfallen lassen. Und wenn wir beide Zeit haben, was natürlich auch höchste Priorität ist, dass wir auch Content zusammenbringen und uns battlen, dann bringen wir natürlich so Videos hoch. Genau, so. Es ist dann zum Beispiel so, wenn jetzt Leute da sitzen, die denken sich jetzt, boah, der Meti, der ist so ein richtiger Bastard, ne? Also die können ja die Videos, die der Meti alleine produziert, brauchen sie ja nicht angucken und können den Meti dann natürlich auch anfangen zu haten unter meinen Videos oder wenn das Battle. Und die können dann natürlich richtig geil darauf sein, wenn ich den Arsch versohlt kriege, was aber leider nicht so oft vorkommen wird. Und es gibt natürlich auch die andere Seite, also der Meti, vermute ich mal, der wird jetzt seine Landsleute mobilisieren, ne? Und gegen mich aufhetzen. Also noch nicht mal nur meine Landsleute, dann kommen die ganzen Bosnier, die ganzen Albos, dann kommen die Kroaten, die kommen alle dazu. Genau. Ich habe jetzt nicht alle genannt, da kommen... Also ja, ich sehe schon, da wird auf jeden Fall was entstehen und auch jetzt, wenn wir Challenges gegeneinander machen. Und das wird auf jeden Fall richtig Bock machen und ja, in erster Linie soll es Spaß machen, uns soll es Spaß machen, vor allem euch soll es Spaß machen und wäre super, wenn ihr rüberkommt, den Kanal abonniert, das ganze Projekt mal auscheckt. Also, abonnieren, PMTV, morgen das erste Video, macht's gut, tschüss. Ciao.